Hallo und ein herzliches Willkommen zu 7 Days to Die in der Alpha 20. Seid gegrüßt. Ja, liebe Leute, wir fangen neu an. Alpha 20 Experimental ist raus. Und ja, ich wusste es schon, dass es jetzt kommt. Und ich dachte mir, wir starten neu. Ja, also legen wir los. Ich bin super gespannt auf die ganzen Neuerungen. Ihr habt was gehört? Nö. Ich bin super gespannt auf die ganzen Neuerungen, die die Alpha 20 so mit sich bringt. Und die würde ich gerne mit euch zusammen erkunden. Ich spiele hier auf einer großen Karte, 10K. Und hoffe, dass die auch stabil bleibt und wir nicht nochmal neu anfangen müssen. Wir wissen ja, oder ich weiß von der Zukunft, von der Vergangenheit, dass die eigentlich relativ stabil laufen, so dass wir nicht neu anfangen müssen. Aber ich lasse mich echt überraschen. So, jetzt mal eben schauen hier. Zwei Holz, zwei Pflanzenfasern. Ich habe schon wieder durch Mid of Empire schon wieder Denkblockade. So, Pflanzenfasern. Wir machen jetzt auch die Quest eben schnell durch, um zu gucken, dass die Händler auch da ist. Das ist mir sicherer. Nicht, dass ich wieder da Problem habe mit dem Händler. Ich will nur nicht zu nah an die Stadt hier ran. Nicht, dass die Zombies schon kommen, bevor ich die Sachen soweit durch habe. Und auch Gras hat sich auch geändert. Es ist wesentlich schärfer geworden. Oh, die Baumwollpflanzen haben auch ein anderes Overlay bekommen. Falsche Taste, so. Wo ist mein Schlafsack? Habe ich den gar nicht gefertigt, ich Trottel? Es ist noch zu früh, wir haben gerade 4 Uhr morgens. Und ich wollte schnell noch die Aufnahme fertig machen. So, Steinchen. Ein Vogelnest, dann nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Sup. Das ist ein Stein, ne? Steinaxt fertigen. Die Sachen ziehe ich auch mal eben da hoch. Verband lassen wir mal drin. So. Gut, jetzt müssen wir Pflanzenfaserhose. Schon wieder das I an. Den haben wir auch. Holzknüppel fertigen.
bisschen Holz, ein bisschen Stein. Ah, guck an. Er zeigt uns jetzt auch an, was wir alles abbauen können. Ob ich das jetzt schön finde, weiß ich noch nicht so genau. Warum verflucht nochmal machen die Spielentwickler, wenn es darum geht, dass das Spiel bald released wird, immer solche komischen Änderungen und so Vereinfachungen da rein? Ich meine, wir haben jetzt 9 Jahre lang, glaube ich, ohne die Hilfsmittel gespielt. Da hat sich keiner darüber beschwert, dass er die Ressourcen nicht sehen kann. Und jetzt auf einmal kriegen wir die angezeigt. Woran es auch immer liegen mag. So, da bin ich jetzt gespannt drauf, weil wir kriegen ja ganz viele neue. Ganz viele neue Blöcke. Da. Wow. 1365 Blöcke insgesamt. Da bin ich jetzt mal schon mit Löchern drin. Das ist ja gut. Den müssen wir uns mal angucken. Cool. Da gibt es ja ganz neue Formen zum Bauen und in OSB-Optik. Sehr schick. Sehr schick. Und da kommen ja ganz neue Möglichkeiten beim Bauen auf uns zu. So, der Händler ist auf jeden Fall auch da, 87 Meter. Wunderbar. Dann würde ich sagen, jetzt können wir starten. Da gehen wir auch direkt gucken beim Händler. Im Weg dahin looten wir noch, was da Zeug geht. Dann hätten wir die Questen auf jeden Fall schon mal erledigt. So, sollen wir, genau, gehen wir erstmal looten, bevor wir bei dem reingehen hier. Schauen wir uns erstmal um. Oh! Na, wenn das nicht gut anfängt. Jetzt habe ich echt gedacht, wir finden auch noch einen Bauplan für die Werkbank. Jetzt wollte ich schon unverschämt werden. Oh, ein Mod für ein Messer. Wir können die kaputt machen, ne? Wie jetzt das wart? Echt jetzt? Dann geht's nach oben rum, da ist nichts, ne? Mal gucken. Wir müssen den Weg ersparen hier. Ne, da ist nichts. Da ist nichts zum Looten. Juli, dann sind wir hier mit dem Looten soweit durch. Dann können wir wieder runter. Beim Händler rein und dann
Sollen wir den ersten Auftrag annehmen, oder? Das ist ein Müllsack. Bisschen Blei. Gut. Oh, da ist ein Zementmischer und ein Müllsack. So, aber den können wir jetzt hier erstmal. Den lesen wir erstmal. 80 Zement, auch sehr gut. Was sind das da für eine Tür? Ne, das sind nur Rohre. Ja, im Moment, ich gucke erstmal, ob du deinen Laden hat auch schon bessere Zeiten gesehen, ne? Mädel. So, hast du irgendwelche Aufgaben für mich? Beseitige abholen, 256 Meter. Wunderbar. Dann zeig mal, was du so zu bieten hast. Fangen wir hier hinten an. Taschenmod, ein Rad. Okay. Haut mich jetzt nicht so aus der Socken, aber. Bergbauhelm. Gut. Well, okay then. Judy, wo ist sie denn? Also die Quest kriegen wir jetzt nicht mehr angezeigt. Oder habe ich die nicht angenommen? Hab ich die nicht angenommen? Ich habe die doch angenommen. Warum kriege ich die Quest nicht angezeigt? Ich habe auf Ablehnen geklickt. Es ist noch zu früh, ihr merkt. Ich bin auch momentan nicht so in Redestimmung. Aber da ich die nächsten zwei Tage unterwegs bin, musste ich einfach aufnehmen, weil sonst hätte ich doch keine Folge bekommen. Deshalb seht es mir nach, wenn ich nicht ganz so viel schwätze. Aber grafisch, muss ich sagen, hat sich doch einiges getan, ne? Auch mit den Häusern. Ja, komm her. So. Spieleinstellungen sind... wie gehabt, immer die gleichen. Wir spielen auf Krieger ohne Respawn mit 24 Zombies. Meine Güte, kennt ihr das, wenn ihr irgendwie totenmüde seid und euch irgendwie die Worte fehlen? Also nicht die Worte fehlen, sondern so irgendwie ihr nicht wissen sollt, was ihr sagen sollt? Ja, oder liegt's am Alter? Looten wir mal eben. Normalerweise mache ich das ja nicht, dass ich vorher einmal durchgehe ich auch nicht, aber ich gucke einmal wenigstens außen hier.
Bin eh gleich voll, ne? Ich würde gerne irgendwie einen anderen Eingang benutzen. Wenn es geht. Da, Fenster. Oh, die haben jetzt 500. Mal immer mit drehen. Ich habe irgendwie... So, komm schon, mach. Wir können die Händlerin nicht so lange warten lassen. Wer bist denn du? Himmel. Himmel, habe ich mich jetzt erschrocken. So, looten erstmal die Schränke. Hier scheint ohne was los zu sein. Reparieren wir mal eben schnell. Knüppel ist noch gut. Oh, 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 der Loot ist ja wirklich... Nicht von schlechten Eltern. Ey, noch nicht so viele, seid ihr irre? Bin da überladen. Scheiße, 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 scheiße. Echt jetzt? Nein. Nein, 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 nein. Erste Folge, erster Tod. Jetzt doch nicht machen soll, ich jetzt nicht machen soll, ich jetzt nicht machen soll. Nein, 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 nein. Es ist noch zu früh. Jetzt lass mich nie am Eumel der Welt. Ach, Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, ich bin am Eumel der Welt gespawnt. Naja, ihr kennt mich. Ich bin einfach, ich bin noch nicht wach. Bin definitiv noch nicht wach. Erste Folge, erster Tod. Nee, 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 nee. Ich habe keine Zeit für so einen Kram, Mädchen. Muss ja meinen Rucksack wiederholen hier. Oh Gott, ich bin viel zu schwer. Ich bin viel zu schwer. Wo sind sie denn? Ich höre sie, ich sehe sie nicht. Was schlimm, ich höre sie von hinten und ich sehe sie... Lies mal eben hier den Fahrzeugscheinwerfer.
So, ich suche mir jetzt erstmal hier in der Nähe vom Händler eine Unterkunft, damit wir mal dann auch Beute loswerden können. So, mal schauen. Einen neuen Mülleimer. Ich hätte so gerne so ein Reisemobil oder so eine mobile Base. Dass man sich so eine mobile Base machen kann. Mal gucken, wo der Händler war. Im Ton scheint irgendwas nicht zu stimmen. Ich höre die von genau von der anderen Seite. Muss ja eben gucken, wo der Händler war. Will irgendwie in der Nähe vom Händler ein Häuschen haben. Oh, du bist auch neu. Du bist auch neu. Komm mal her. Komm, von dir machen wir mal ein Foto. Du wirst unser Einführungsbild. Du hast ja, darfst ihn auch einmal schlagen. So groß habe ich mich jetzt geduckt. Ich habe mich, glaube ich, geduckt, ne? Ich hoffe, ich habe ein Foto gemacht. So, machen wir erstmal wieder an. Zack. Ich bin so klein, habe ich mich geduckt? Der steht nicht auf. Jetzt bin ich ja immer auf zu looten. Ich kann mich gleich gar nicht mehr bewegen. Gott bewahre, ich weiß schon wieder nicht mehr, wo der Händler ist. Durch den Tod habe ich das schon wieder alles verdreht hier. Mistmensch. Aber ich muss Klamotten loswerden, das geht nicht. Ne, ich glaube, der war so groß, ne? Bei ihr sind wir auf Augenhöhe. Aber sah cool aus. Links muss der Händler noch sein, ne? Den Bus habe ich gesehen gehabt. Das war hinter uns, ne? Wo wir jetzt sagen, die hat uns gesehen. Na, komm her. So. Den Bus hatte ich doch mal nicht gesehen, ne? Dann war der Händler in die Richtung hier, meine ich. Ja, klar, jetzt kommt der in den Graben. Klar, loot noch ein bisschen mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
eigentlich schade, ne? Die Wespen in der letzten Folge, also die wir da gefunden hatten, die hat mir eigentlich ganz gut gefallen erstmal. Jo. Also, shit egal jetzt. Hier ist es auf jeden Fall nicht. Ich suche mir jetzt irgendwas, wo ich mir mal ein Kistchen bauen kann, damit ich, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. So, die Butze könnten wir eigentlich nehmen, ne? Ich mach hier mal ein Kistchen hin. So. Und dann erstmal alle Gegenstände in den Behälter verschieben, so. Ne, ich wollte nicht rausschmeißen. Die wollten doch nicht rausschmeißen. Wo ist er? Da. So. So, dann den hier Dynamitbauplan benutzen wir. Die Axt, die nehmen wir mit hier rein. Und dann Holz brauchen wir. Pflanzenfasern brauchen wir. Und Stein brauchen wir. So. Der Bogen. Pfeil. Und Trinken brauchen wir. Essen können wir erstmal darauf verzichten, ne? Ja, würde ich sagen. Passt erstmal so. Gut. Dann würde ich sagen, nächste Folge machen wir eben das Haus sauber. Wir haben ja schon, ach du meine Güte, 27 Minuten, 16.39 Uhr. Liebe Leute, ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt. Bleibt mir gewogen und gesund, euer Dexter. Bye, bye.